Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und nochmal kurz als kleiner Hinweis, weil nach einer Folge wird sowas ja mal schnell wieder vergessen. Ich sitze hier unten noch in meinem Raum. Hier steht leider nichts drin außer ein Tisch und meine PC-Sachen, so dass ich aufnehmen kann. Es halt sehr stark. Wahrscheinlich stimmt mein Sound auch gerade nicht so richtig mit dem PC, dass einige Leute leiser sind, vielleicht lauter. Alles cool, wird alles noch geregelt. Und ich entschuldige mich nochmal dafür und ich bedanke mich gleichzeitig an allen, die dafür Verständnis haben, Ehrenmänner und natürlich auch an alle, vielen, vielen lieben Dank, die mir nicht auf Eier gegangen sind. Du findest eine Folge, die nur ist bei Folge. Vielen, vielen lieben Dank für euer Verständnis, Ehrenmänner, King Crew Forever und alle anderen, die mir auf den Sack gegangen sind. Pff. In dem Sinne, auf geht's, los mit Rare RP. Stopp. Ich habe sie doch falsch ausgedrückt. Ich meine die genölt haben. Also die so gesagt haben, kannst du jetzt mal True Farming bringen? Der Raum kann auch morgen fertig werden. An diese Leute da. An die Leute, die nur Hinweise gegeben haben. Vielen, vielen lieben Dank. Ist mir wahrscheinlich auch runtergegangen. So, los. Moin. Hallo, Manus. Hallo. Hi, Liv. Alles gut? Ja. Ja, wie geht's dir, Fritze? Ah, der wird noch sein blaues Wunder erleben, wenn er jetzt da rauskommt. Okay. Ja, steckt sind die in der Zelle jetzt eingesperrt? Ja. Was haben die gemacht? Wollen sie den behalten, oder? Die haben das Dienstfahrzeug von mir aufgebrochen und entwendet und sind damit rumgefahren. Und dann ist auch noch ein Unfall passiert. Da habe ich den zweiten holen müssen, weil der erste jetzt wieder in der Werkstatt ist. Servus. Und seine Bewährungsauflagen, ja. Und anscheinend denkt er nicht an seine Bewährungsauflagen, deswegen wird es jetzt da wieder eine Verhandlung geben über seine Bewährungsauflagen. Sitzt er jetzt schon wieder im Knast? Der ordentlich verstoßen. Herr Bayer, sitzt er schon wieder im Knast? Ja. Herr Bayer, den können Sie gerne behalten. Ich und sein Ziehsohn auch, der Herr Niesen. Ja, ich weiß nicht. Manchmal denke ich, das ist sein eigener. Du hast die voll? Im Augenblick ja. Wenn er noch einmal Scheiße baut, reicht's nicht. Holen Sie den da raus, wenn er raus darf, und dann darf er sich was anhören. Alles klar, da freue ich mich drauf. Hey, Freezy! Aber bitte halten Sie ihn fern von mir. Hä? Dachte Sie, sicher, dass ja, auf Abstand. Auf Abstand. Wenn er zu nahe kommt, klatsche ich ihm eine. Jetzt bist du sicher, dass er nicht vom Fritzel ist? Hey, Freezy! Wer? Bayer, mein Schnürzel! Achso, ja. Kommen Sie mal raus, aber bleiben Sie mal da noch stehen. Warte, ich hol mal den Sohnemann auch. Herr Nielsen? Ja, hat jemand in den Tischen rumgeritzt? Ja. Kommen Sie mal beide mit. Natürlich hinter mir stehen bleiben. Was machst du jetzt hier? Jetzt bleiben Sie einfach mal hier stehen. Kommen Sie mal her. Herr Bayer. Herkommen. Herr Freezy. Ja, was denn? Ja, kommen Sie da raus jetzt. Sie haben zu mir gesagt, ich soll hier drin bleiben. Und außerdem müssen Sie mal kommen. Ich habe gesagt, kommen Sie her. Ja, da hat irgendjemand mit Edding an Dinge gemalt. Bayer stinkt. Gucken Sie mal. Ja, nehme ich an. Wahrscheinlich war es Ihr Edding. Ich habe gar keinen Bayer. So, Sie bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Ja. Ne? Ja. Warten Sie dürfen. Gott. So, ihr beiden. Hi, Liv. Ja. Hast du Essen fertig? Nee, echt. Also, theoretisch müsst ihr mal auf die Ole, geh aus dem Weg. Ole, aus dem Weg da. Ich muss raus hier, sonst klatscht es. Ich geh auf den Weg, ja. Oh, nee. Nee. Geh mal weg. Warte, Liv, ich kann, wenn du willst, brauchst du jemanden, der dich tröstet. Ich weiß nicht, dass dein eigener ist hier, Fritzel. Was? Der Mo. Dass er nicht von dir aus kommt. Der ist top. Herr Freezy. Ja. Sie sollten vielleicht, wenn Ihre Frau auf Sie sauer ist, nicht fragen, ob das Essen fertig ist. Ich meine ja nur, also es ist Ihre Frau, aber... War sehr unproduktiv wieder. War ein bisschen, aber nur kurz zur Erklärung, dann dürfen Sie jetzt auch wieder gehen. Herr Nielsen! Ja? Sie bekommen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Dienstfahrzeug, ne? Ja, ich hab doch gar nichts gemacht, Mensch! Gemeinschädliche Sachbeschädigung und unbefugte Benutzung eines Dienst-KFZs. Ja, das ist... Herr Freezy, Sie bekommen das Gleiche. Aufgrund Ihrer sehr prekären Lage, da Sie ja auf Bewährung draußen sind, habe ich bereits mit Ihrem Bewährungshelfer gesprochen. Und diesbezüglich wird es bald eine Anhörung gegeben, was Ihre Bewährung betrifft. Okay. Also würde ich Ihnen einfach mal raten, auch wenn Sie gerne Stunk machen und auch wenn Sie Ihren Sohn wahrscheinlich oder Ihren Ziehsohn beeindrucken wollen, wie toll Sie alles händeln. Würde ich Ihnen raten, vielleicht in Zukunft ein bisschen zurückzutreten. Okay. Dass Sie vielleicht nicht mehr so auffällig werden, wenn Sie das vorher... Also Sie können gern weitermachen, aber dann schwärmen wir es halt irgendwann gleich komplett weg. Ja. Hallo.
Das fehlt noch. Wenn der schon wieder in den Knast geht, dann... Hallo. Also hier, das kommt mir hier so vor wie im Einkaufszentrum. Jeder kommt hier rein und geht, wie er Lust und Laune hat, Herr Bayer. Das ist eine öffentliche Dienststelle, Entschuldigung. Ja. Also. Halten Sie mal Ihren Laden hier auf Schluffen. Machen wir Platz hier. Fahr mal die Lampe ein. Harry! Mach jetzt doch mal Platz da! Warum bist denn du so aufgeregt heute? Boah, ich hab Blutdruck. Geh mir nicht auf Eier. Warte kurz, ganz kurz, Fritz, warte doch mal. Er hat einen Bauch wie ein Elefant und lässt mich hier nicht durch, ey. Herr Bayer? Ja? Ich würde gerne ein Fahrzeug zur Abnahme vorstellen. Alles klar, ich komm raus. Aber Fritz, lass mich jetzt... Ey, jetzt lass mich... Die Tür ins Gesicht. Der, weil er mich nicht rauslässt. Jetzt... Aber geh mal durch die Tür raus, weil jetzt habe ich Platzangst. Ich hänge hier zwischen zwei... Ne? Aber so. Bitte nachheben. Was ist denn hier los? Harry, hast du mir jetzt einen Klaps auf den Arsch gegeben? Ja, ich glaube, das fand ich jetzt, das ist, danke, finde ich schön. Warum stehen Sie jetzt hinter mir, Herr Hafer? Also wenn Sie auf A schauen, dann nicht hinter mir stehen, bitte. In der Ausbildung meinen Ex-Mann kennengelernt habe, dann komm mit. Riffe gezogen. Fritzel, du hast hier gar nichts zu sagen. Du hast jetzt gar nichts zu sagen. Wir zwei haben jetzt was zu tun. Komm jetzt. Ich hab dir nämlich die Schnauze voll, ich hab dir schon wieder was erfahren von dir. Bitte? Ja. Hof, sofort. Du Löffi, geht's dir? Chef, bleib mal hier. Wir brauchen noch einen Gülletanker für einen Aufleger, also einen LKW. Ja. Und ein Güllefass. Wolltest du da bitte besorgen oder soll ich irgendwo Stecher, Landhandel, keine Ahnung? Ja, besorg mal. Alles klar. Geh zum Stecher mal. Jo, da rufe ich den an. Alles klar. Ja, alles klar. Tschüss. So, Ole. Ja, ich habe mich raus, um Gottes Willen. Ja, ich auch. Ja, das ist das Beste. Ich glaube nicht, dass du dich da rausgehalten hast. Ist ja wieder typisch hier. Mann. Du musst erst den Motor stellen. So. Hallo? Fritzl? Ja? Wo bist denn du? Ja, im Feld! Okay, was ist denn zu tun? Ja, du sollst die Felder düngen. Okay. Feld 3, 4, 6, 7 düngen. Ich komm die gleich grob an. Ja, okay. Gut. Du hast mir gar nicht erzählt, dass du auf Bewährung bist. Was hast du Schlimmes gemacht? Ich hab den Bayer angefahren. Ah, die Story, ja, davon habe ich schon am Rande mitbekommen. Ja, und noch so ein paar andere Sachen, aber Hauptgrund war, glaube ich, dass ich den Bayer angefahren habe. Okay. Mach dich sympathisch. Ja, aber du darfst nicht so frech zu Muttern sein, echt. Die ist immer fix und fertig, wenn sie von immer fix und fertig? Ja, wenn sie von dir so einen Spruch gedrückt bekommt, irgendwie. Die kriegt gleich noch was anderes gedrückt. Jedes Mal hier mit dem Miguel da rumgeiern. Meinst du, da läuft was? Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber da muss auch nichts laufen. Aber es reicht auch, sich so zu verkaufen, um irgendwie Sprit günstiger zu kriegen und so. Ich brauche doch eine Frau mit ein bisschen, wie nenne ich das? Mit Manieren, das macht man doch nicht, wenn man einen Mann hat. Oder? Wobei, wenn sie es fürs Geschäft macht, ist doch gut, oder nicht? Ja, ist doch scheißegal, ob sie es für Geschäft macht oder nicht. Ja, einfach ein bisschen entspannter. Das ist ja schön fürs Geschäft, dass wir da was günstiger kriegen. Das auf jeden Fall, dass wir ja gar nicht abschneiden. Aber wie sieht das nach außen hin aus? Die Frau vom Fritzel verkauft sich, um irgendwo günstigere Sachen zu bekommen. Als ob wir kein Geld hätten und dann, was weiß ich. Sowas muss doch nicht sein. Also, korrigier mich, aber ich finde, das muss nicht sein. Auf mich wirkt der Manus so, als wenn er das gar nicht mitkriegen würde, dass da mit ihm gespielt wird. Du kannst mir sagen, was du willst. Er ist nur scharf. Ja.
machst du denn da? Ich hänge hier am Baum fest. Ich weiß, ohne Flachs, ich weiß nicht, ob Landwirtschaft wirklich was für mich ist. So, jetzt bleibst du mal ganz ruhig, pass auf. Lass mal sein. Wenn sowas ist, dann guckst du immer, wo es hängt, dann drückst du den X-Knopf, dann fällt sich hinten der Steuer zusammen. Dann fährst du ein Stück nach vorne und dann drückst du wieder den X-Knopf auf der Konsole. Dann fährt das wieder aus und dann kannst du wieder fahren. Okay, und dann B für reingehauen. Ja, ja, genau. Danke dir. Bitte. Fritzel! So, jetzt reicht's. Was ist dein Problem, hä? Was mein Problem ist... Ein Moment. Liv, ich finde es nicht okay, dass du dich irgendwie hier so verkaufst und rumflirtest oder sonst irgendetwas, nur um etwas günstiger zu finden. Ich finde, das schadet so ein bisschen das Image unseres Hofes und ist nicht okay. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß, ich vertraue dir da auch, wir hatten darüber schon gesprochen, aber so langsam nervt mich das mit dem Miguel, dass du da immer hingehst und dann denen alles erzählst, den hat das eigentlich gar nichts zu interessieren. Erstens A, hat ihn nichts zu interessieren, was unseren Hof angeht und zweitens B, gar nicht in unsere Beziehung. Und es würde sehr schön, wenn du damit aufhören würdest. Ja, was habe ich ihm denn erzählt? Das also, weiß ich nicht. Ich hab versucht, ihn anzuflirten, damit ich den Diesel günstiger kriege, weil ich die 260 einfach nicht einsehe. Ja. Das ist okay, mache ich nicht mehr, tut mir leid. War auch nur ein Versuch, ob er drauf eingeht. Ist er nicht. Zumindest nicht so richtig. Zumindest nur gegen Forderungen, die ich nicht erfüllen möchte, ja? Dachte ein einfaches, hey Miguel, wie wär's mit einem billigeren Dieselpreis, würde reichen. Hat's nicht. Und was soll ich ihm erzählt haben über unsere Beziehung? Das weiß ich nicht. Was hast du denn jetzt da gerade schon wieder alles erzählt? Hast du ja schon wieder den ganzen Lebenslauf erzählt und ist dir hinterher. Du hast ja auch gerade schon wieder gesagt, der riecht mich langsam auf, das ist das letzte Mal. Dann geiert der doch schon wieder, oh, der will Schluss machen oder du willst Schluss machen, keine Ahnung. Und so langsam nervt das, bin ich ganz ehrlich, es nervt. Den hat das nicht zu interessieren. Aus jetzt. Pass auf. Du bist auf Bewährung. Jetzt brauchst du Scheiße, gehst wahrscheinlich wieder für wie viele Jahre in den Knast, wenn ich den Scheiße wieder alleine regeln muss mit Ole und Mo, wenn der nicht auch in den Knast geht, nur weil du deine Scheiße nicht auf die Reihe kriegst. Dann stellt der Miguel mir genau die gleichen dämlichen Fragen wie du, von wegen, was denn ist mit meiner Vergangenheit und wo war ich denn vor den drei in der Zeit und mit wem verstehe ich mich denn und so. Was soll die Scheiße? Weil der Harry von dir irgendwas hat. Der Harry hatte mich gefragt, was zwischen dir und dem Bayer da abläuft. Was soll denn da sein? Ja, hab ich dich auch gefragt. Du sagst, da wäre nichts und du lügst auch rum. Aber angeblich existieren irgendwo Dokumente, was dich in Verbindung mit dem Bayer bringt. Bitte? Was denn für Dokumente? Woher weißt du das denn? Ja. Schwatzingen redet. Was für Dokumente mit dem Bayer, bitte? Ich habe nichts mit dem zu tun. Ich habe keine Ahnung, was für Dokumente. Ich weiß nicht, wo die Dokumente sind. Ich weiß auch nichts davon. Es wurde nur ein Vögelein, hat mir geswitchert, dass es irgendwelche Dokumente, die geklaut worden sind, in dich in Verbindung, irgendwas mit Bayer und keine Ahnung. Daraufhin kam Harry ein bisschen später zu mir und quetschte mich auf einmal aus. Und ja. Jetzt passiert das hier mit dem... Und du bist jetzt eifersüchtig, weil du dir jetzt irgendwas ausdenkst. Nö, nein, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Warum klaust du dann sein Auto? Nein, das war... Ja, ganz ehrlich, Fritze, was soll die Scheiße? Wenn du wieder im Knast landest, ich schwör's dir, du hast die Scheidung auf dem Tisch liegen. Wenn du in den Knast gehst, war's das. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab das letzten 3,5 Jahre schon durchgemacht und auf dich gewartet und mir Sorgen gemacht um dich. Und jetzt weißt du alles, was du aufgebaut hast, was wir jetzt wieder erarbeitet haben, einfach wieder weg. Was soll das? Ich schmeiß doch gar nichts weg. Ja, es gibt eine neue Anhörung. Und dann, wenn sie dich in den Knast schmeißen, können wir das wieder alleine machen. Im schlimmsten Fall wird die Bewährung verlängert. Reiß dich mal zusammen, Fritzel. Ich reiß mich zusammen. Und Liv? Ja. Ich weiß gar nichts von irgendwelchen Dokumenten. Wie kommst du dann auf sowas? Weil Dokumente geklaut wurden und auf einmal kommt Harry. Ich habe mitbekommen, dass oben beim Landtunnel irgendwelche Dokumente geklaut wurden, die der Bayer sucht, weil ich mitgekriegt habe, dass da oben eine Durchsuchung stattgefunden hat. Auf einmal kommt der Harry zu mir und fragt mich, was du mit dem Bayer zu tun hast und hin und her. Da habe ich mir jetzt einfach auch irgendwas aus den Fingern geleiert. Ich weiß von nichts, aber irgendwas muss da ja sein.
Ich weiß auch von nichts, Fritzel. Ich habe nichts mitbekommen. Nur, dass du eine blühende Fantasie hast und dass ich mit Miguel geflattert habe wegen dem Dieselpreis, okay. Aber das war auch nur der Versuch, den Preis zu drücken. Aber hat nicht geklappt und auf seine Forderung, dass ich mich doch sexy anziehen soll, gehe ich nicht ein. Also ich bin ja eigentlich ein Typ, ach, vergessen wir das. Kann ich jetzt gehen? Du bist doch zu mir gekommen. Stimmt. Mist. Ja gut, Fritze, pass auf. Bitte baue keine weitere Scheiße mehr. Ich ertrage das nicht, okay? Weißt du eigentlich, wie viel Sorgen ich mir ständig mache, wenn du dir immer hier Krieg anfängst mit dem Bayer? Ich reiß mich zusammen. Und bitte zieh den Moder nicht mit rein. Der kann nichts dafür. Ja. Mache ich. Gut, ich gehe jetzt Pferde füttern. Okay. Fritzl! Ja? Sag mal, guck mal, ob das so okay ist. Page 6. Ich guck auf den PDA. Ja, ist okay. Gut. Welches war noch dran? 3. Und die 7. Auf die 7 müsste auch noch Kalk drauf. Okay. erst Kalk und dann Dünger oder umgedreht? Chef? Erst Kalk, dann Dünger, ja. Wir unten die Wiesen pflügen, willst du da Ringel holen oder wen holen wir da? Wir machen diesmal die Felder alle vernünftig. Selbst wenn da jetzt schon Gras drauf ist, will ich die einmal gepflügt haben, bitte, ja. Können wir erstmal düngen hier. Also ich fange mal mit Düngen an. Ich habe schon ein bisschen Dünger hier, den wollte ich jetzt erstmal verteilen. Ja, alles klar. Ole, welches Feld düngst du gerade? Oder willst du düngen? Die 115. Achso, okay, gut. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Sehr gut, und selbst? Ach, soweit auch ganz gut. Ich habe noch eine offene Rechnung hier von der Großbestellung, die du gemacht hast, oder ihr besser gesagt. Ja. Da wären noch 719.000 Euro glatt offen. Ja. Da ist aber dieses kleine Problem, was wir hatten mit dem Deutz, da ist schon ein bisschen was von abgezogen worden. Also der ist da mit drin. Okay, 700.000 was? 719.000 glatt. Perfekt, ist angekommen. Hab eine Meldung gekriegt. Jo, das freut mich. Alles klar, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Das freut mich. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinen Maschinen und wenn was ist, dann meldest du dich, was? Ich melde mich, wenn irgendwas ist, melde ich mich, ja. Alles klar. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Wie weit, achso, du machst hier oben gar nichts quasi. Du machst im Moment nicht, nein. Nein. So. Chef? Ja? Ja, ich habe noch keine Antwort mit dem Ringel. Oder wer flügt denn hier? Oder wie machen wir das? Oder willst du einen kaufen selber? Ja, lass den Ringel, lass mal flügen. Gut, dann fragen wir, wie das aussieht, mit man das machen kann. Ja. Wir hier Gras ansehen können, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Fragen wir mal. Wer Zeit hat.
So. So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss. Ciao. Was machst du denn hier?